Richtig. Nee, nee, nee. Richtig. Richtig. Die deutsche Sprache ist keine schwere Sprache. Oi, gente, eu sou a Lina, sua professora de alemão da página Alemão com Ravi. Und heute werde ich dir zeigen, wie man das Wort richtig, richtig ausspricht. Mit allen typischen deutschen Tönen wie R, H, K und so weiter. Richtig heißt korrektamente oder korrekto. Zum Beispiel richtig, richtig. Ich sag's langsam. Richtig. Unser R auf Deutsch ist hier hinten, also hier hinten im Hals. Es ist nicht hier, nicht hier in der Mitte, es ist ganz hinten. Richtig. Und wie du es üben kannst, ist zum Beispiel beim Zähneputzen oder wenn du zum Beispiel Wasser trinkst, dass du es gurgelst und dabei versuchst, dieses R zu behalten, so wie R. Richtig. Es fühlt sich ein bisschen trocken an, aber glaub mir, diese Übung hilft. Also nochmal, richtig. Und dieses H ist kein K, es ist kein Ch, es ist H. Einfach H. So wie im Wort Haus, Heim, Hopp, Hoffenheim, sowas. Also H. Richtig. Richtig. So wie eine Schlange. Richtig. Und am Ende merkst du, dass das G kein G ist, sondern auch, so wie das H, auch, ja, derselbe Ton oder dieselbe Laut. H. Also richtig. Von hinten nach vorne. Richtig. Was sagst du? Kannst du es sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben. Schreib in die Kommentare, wie du die Aussprache findest. Teile es mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.